Okay, willkommen zu einer neuen Aufnahme mit noch weniger Frames als im letzten Teil. Hier geht es drum. Wir spielen Rush. Rush Noshua Kanela. Und da oben ist auch schon ein kleiner Helikopter, der denkt, er müsste uns abschießen. So, jetzt gehen wir erstmal zur Base, denn wir sind die Verteidiger. Aua! Ich habe mir das Bein verknüpft. Den haben wir jetzt schön die Birne weggejagt. Und dann... Ich dachte, da gerade ein Fahrzeug liegen fahren sehen. Achtung, die Ladung wird entschärft. Nein! Jetzt werde ich richtig sauer, jetzt. Ein Team haben wir schön mit RPG, sind mal schön in den Rücken gefallen und haben uns umgeruppt. Und jetzt bin ich noch überlegen, also die Base ist ein bisschen blöd zu verteidigen. Würde ich einfach mal so persönlich sagen. Okay, unser Typ ist schon wieder gereckt. Nein! So, jetzt bringen wir uns mal ganz schnell in Sicherheit so ein bisschen hier. Ich habe nämlich nicht vor zu sterben hier nochmal auf den letzten Metern. Okay. Trotz eines extremen Lachs will ich mal behaupten. Scheiße. Der sieht aber aus, als würde er gleich abstürzen hier. Oh mein Gott. Ein Bird. Mit einer Person. Oh. Man kann ja mal hier so. Nein? So. Nein. Achso, ich habe nur ihr Debat, okay. Was ist denn überhaupt nicht hier? Ich mach schon so überhaupt hier. Okay, dann fliegen wir ein bisschen hier mit einem Bird, den wir den Feinden geklaut haben. Den Typen hat schon gerobbt. Okay. Erstmal hier rumgezogen und jetzt hier Vollgas. Wie man sieht, ich komme mit dem Aha Little Bird sehr schlecht zurecht. Rum jetzt hier und nochmal von der Seite angeschossen kommen. Nein. Okay, Squad Respawn bei mir. Kann ja mal ein bisschen mitschießen hier. Muss ich nicht alles alleine machen. Wir können ja einfach mal ein bisschen zur gegnerischen Base fliegen. Mal schauen. Nee, will ich doch nicht. Dann gibt's wieder Ärger. Base Raping. Das wollen wir nicht. Könnten denen auch theoretisch da oben drauf landen, und dann haben es natürlich die ganzen Pioniere mit ihren RPGs viel leichter. Aber ich fand das sehr schön, dass die einfach mal den Helikopter bei uns geparkt haben, wir den Typen ganz einfach umrufen konnten und das war aber ein Manöver hier, was wir geflogen sind. Und da ist doch wieder ein Helikopter.
Okay, dann fliegen wir noch mal ganz kurz hier raus. Wunderbar. Und da haben wir auch schon jemanden mit einem Headshot umgeruppt und getötet. Menschenskinder, geht diese kleine Vogel hier aber ab hier. Mein Gott. Und da war doch gerade ein Boot. Und da hinten kommen zwei Leute um die Ecke. Die robbt man natürlich. Hoffentlich mit diesem kleinen Vogel. Natürlich kriegen wir nur Hilfe bei Kill durch Niederhaltung. Aber egal, wir haben trotzdem 50 Punkte bekommen. Das heißt gar nichts. Und hier kommen hier die ganze Zeit die Feinde und da steht auch ein Fahrzeug. Egal, wir haben ein Flugzeug. Das ist viel, viel besser. Ich wollte es einfach mal wahllos so ein bisschen durch die Kante. Oh mein Gott, da versuchen sie mal zu snipen, wenn ich das jetzt richtig mitbekommen habe. Oh mein Gott! Oh mein Gott, was war das? Oh mein Gott! Okay, schnell, 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 jetzt müssen wir hier weg. Oh mein Gott! Okay, zieh hoch. Oh mein Gott, jetzt höre ich hier durchweg dieses Geräusch. Ich muss noch kurz schießen. Also. So. Ja, genau. Nehmt noch den zweiten Helikopter. Dann geht's... Oh. Ab. Wollte ich gerade sagen. Habe ich denn hier... Nein, ich habe keinen zweiten. Dafür. So. Hui, da hat's aber jetzt schön geruckelt. Wieder mal. Da ist jemand. Wir können ihn zwar nicht abschießen, aber wir können mal dagegen schießen. Vielleicht hilft das irgendjemand. Na, dann fliegen wir mal ganz kurz hier rüber. Aha. Aua! Da hat uns ein klein wenig was verletzt. Oh mein Gott! Das war wieder mal sehr knapp und da kommt auch schon ein Boot. Oh, Hilfe bei Kill. Mensch, ich will einen Kill kriegen und nicht nur Hilfe. Ach ja. Schon gar nicht so schlecht, so ein bisschen hier, ne? So. Mit einem gestohlenen Hubschrauber. Und da kommt doch schon wieder ein Bötlein. Nee, ein gepanzertes Fahrzeug. Und da haben wir auch schon was freigeschalten für unseren kleinen Freund hier. Oh mein Gott, verdammt! Okay, ich muss landen, ich muss irgendwie landen. Oh, scheiße, Dreck. Nein! Verdammt, nein, wir werden sterben! Nein!
Wir sind irgendwo hängen geblieben. Verdammt! Nein! Ach Mensch, nein. Das ist jetzt echt gemein. Mann. Okay, gehen wir mal auf anpassen. Luft. Was haben wir denn freigeschalten? Flares. Okay, aber es war schön so lange, wie es gedauert hat. Okay, wir haben wieder ein neues Ziel. Jetzt müssen wir nur noch A verteidigen. Den Rest haben unsere Feinde schon kaputt gemacht. Die bösen Buben. Ich würde natürlich sagen, wir chillen uns erstmal hier irgendwo in der Ecke und cruisen. Mal ein bisschen mit dem IOD-Bot hier durch die Kante. Ich weiß, ist vielleicht ein bisschen langweilig für die Zuschauer, aber mir macht Spaß und hepp. Bisschen ruckelig Angelegenheit, aber egal. Müssen nicht so viele Farben geladen werden und wir kommen vor allem hier drunter durch. Oh, das ist ein Flugabwehrgeschütz von uns. Ist das vielleicht verletzt? Vielleicht kriege ich Punkte. Mal so. Wir können ja unter den Fahrzeugen durchfahren, das ist natürlich sehr, sehr schön. Okay, nee, es ist nicht verletzt. So, und da drüben kommt ein Helikopter. Das bringt uns aber relativ wenig. Auf jeden Fall können wir ansonsten A nochmal unschädlich oder entschärfen. Wo ist jetzt A? Hier irgendwie. Ist ja irgendwie A. Ich würde mal sagen, hier so rum. Achso, das ist ein Freund. Ich wollte jetzt den schon. Hallo. Warte, lass mich mal durch. Hallo, das ist ein Freund. Aber das nicht! Nein! Ich will da durch! Dankeschön. Jetzt stehen wir auf und schleichen uns mal von hinten an. Ich glaube, wir haben uns gerade selbst verletzt. Nein! Hilfe bei Fahrzeugzerstörung. Der Typ ist auch noch ausgestiegen. So ein Mist. Okay. Nicht schlimm, nicht schlimm, nicht schlimm. EOD-Bot, schön und gut. Wir haben noch Artemien. Ach, aber ich grusel mal nicht rum. Ich mache jetzt hier mal ganz kurz so eine Waffe und jetzt wagen wir uns mal in den Nahkampf. Da bin ich zwar nicht ganz so gut als mit Fahrzeugen. Ich denke, das ist keiner so ganz richtig, der jetzt nicht so der Overpro in Battlefield ist. Kann ich das doch gesetzt von? Nein! Ich wollte entschärfen. Wir gehen natürlich wieder in die AHA, die Feinde hier wieder fein säuberlich stehen gelassen haben. Ach ja. Dafür nochmal ein herzliches Danke an Gwyn1990. After, keine Ahnung. Keine Ahnung, wer den Helikopter, ist egal, das ganze Gegnerteam. Ich zeig's nochmal ganz kurz. Dieses Gegnerteam ermöglicht es mir, dass ich bei Rush als Verteidiger immer noch mit dem Helikopter fliegen kann. Das finde ich persönlich sehr nett und ja, deshalb nochmal Dankeschön an alle, die da mitgewirkt haben. Hui, das war knapp.
Okay. Aber schauen wir mal, ich habe hier doch gerade Squad-Respawn bei dir. Genau, hallo. Hallo Squad-Mitglied. Den Typen da unten kann ich leider nicht töten. Aber selbst wenn sie... Nee, das Ding dürfen sie nicht kaputt machen. Wir haben sagen nur 8 Tickets, stimmt. Das dürfen sie nicht. Und wohin schießt hier die ganze Zeit das Geschütz hier? Irgendwo, ah, da hinten sehe ich doch schon. Chabas. Muha. Gott, sind wir wieder gut. Ach ja. So ein bisschen fliegen ist auch nicht schlecht. Da muss man nicht so extrem drauf achten, dass gleich einer vielleicht von der Seite kommt und dich mit der AK oder was weiß ich umruppen will. Da fliegst du einfach schön gemütlich. Ach ja. So, das war jetzt kein langes Spiel. Ich denke mal, wenn wir Angreifer richtig schön Englisch mal gesprochen haben. Uiuiui. So, okay. Damit wäre auch das nächste Spiel im Kasten. Ich bin glücklich. Ich hoffe, ihr seid auch glücklich, dass nun Battlefield einigermaßen flüssig geht. Und ich denke mal, ich mache hier nur mal einen Schnitt und danach sehen wir uns in der zweiten Aufnahme von dem Spiel, weil ich glaube, jetzt dürften wir eigentlich Verteidiger sein. Ja, warte. Nee, jetzt muss auf dem Angreifer sein, genau. Also. Gut, okay, das wär's dann. Und wir sehen uns dann im nächsten Teil. Tschüss.